Nach der Generalsanierung des Bildungszentrums Pestalozzi mit einem Projektvolumen von 14 Millionen Euro sind jetzt die Weichen für das Großprojekt Bildungszentrum Innenstadt gelegt. In den nächsten 2 Jahren wird das in die Jahre gekommene Gebäude in der Erzherzog-Johann-Straße 1 mit einem Investitionsvolumen von 17 Millionen Euro generalsaniert. Es ist mein Herzensanliegen, für die Schüler, für die Weiterbildung Geld in die Hand zu nehmen. Ist eigentlich auch eine historische Handlung, muss ich sagen. Und ich danke dem Gemeinderat, dass er einstimmig zugestimmt hat, dass wir in Summe mehr als 30 Millionen Euro in die Hand nehmen, um die Gebäude, die vor mehr als 100 Jahren errichtet wurden und im Wesentlichen noch gleich aussehen wie seinerzeit, vollkommen neu adaptiert werden und mit einem Beteiligungsprozess bei dem die Kinder, die Lehrer und die Eltern mitwirken durften, dass moderne pädagogische Konzepte umgesetzt werden können und dass Leoben wirklich den Ruf als Bildungsstadt verdient. In der letzten Gemeinderatssitzung wurde auch der Rechnungsabschluss 2016 präsentiert. Und trotz einiger unverständlicher EU-Richtlinien ist Grund zur Freude gegeben. Wir haben jetzt eine freie Finanzspitze von 3,3 Millionen Euro, obwohl wir viele bedeutende Projekte schon umgesetzt haben. Als Stichwort möchte ich Ihnen nur die Käppeli-Straße nennen, die mehr als 4 Millionen Euro gekostet hat. Das Paradoxe ist ja die Bestimmung des Maastricht-Defizits. Wenn man nämlich Rücklagen anspart und sie dann verwendet, wenn man ein wichtiges Projekt umsetzen wird, dann wird man bestraft. Und das ist also eigentlich, finde ich aus meiner Sicht, nicht sehr verständlich.